Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mit mal was ganz anderem, und zwar einer elektrischen Ballpumpe. Ob die wirklich was ist, da bin ich jetzt wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr, weil eigentlich eine elektrische Ballpumpe für einen normalen Basketball, finde ich eigentlich Schwachsinn, muss ich so fast sagen. Aber da ich ja so viele Bälle teste und so viele Aufpumpe und auch Ballpumpen teste, habe ich mir gedacht, wieso nicht? Ich bin eigentlich perfekt dafür. Ich habe sie mir selber gekauft von meinem eigenen Geld. Videobeschreibung unten verlinkt. Checkt aus, falls sie cool ist und falls sie ich euch empfehlen kann. Des Weiteren möchte ich euch die Aufmerksamkeit mal da hinten hinrichten. Ne? Meine Corner, ne? Nimm langsam Gestalt an. Das ist schon mega nice. Habt ihr die Videos zu den Teilen gesehen? Uff, Alter. Die Michael Jordan Statue, Killer. Der schwebende Schuh, Killer. Der schwebende Schuh, Killer. Es ist hier alles Killer, ihr merkt es schon. So, genug gelabert, weiter geht's. Ey, aber wenn ich in die Kamera schaue, dann sieht dieser Jordan, ne? Niedelnagelneu heute angekommen, daher bin ich ein bisschen... So. Ja. Was ist hier? So, ja. Wenn das Teil natürlich nichts ist, schicke ich es auch sofort wieder zurück. Ich kann mir gar nicht vorstellen, geht es mit Batterie? Ich habe mich nicht informiert, ich habe nur gesehen, elektrische Ballpumpe, Bewertungen waren okay, die waren nicht schlecht. Keine gekauft, was ich so gesehen habe, und daher, ja, geeignet für den Fußball, ist klar, nicht für Basketball. Ha, Minuspunkt, gleich schon mal dafür. So, jetzt pass auf, was haben wir hier alles? Ein kleines Beutelchen. Riecht neutral, nichts Besonderes. Okay. Off. Okay, geht nicht. Aha. Mit Batterien. Na, so gut war ich vorbereitet. Ich habe nämlich keine Batterien da. Was würde ich da brauchen? Ganz normale Standardbatterien. Ja, da muss ich... Oh, drei Stück. Drei Stück, echt? Ja, drei Stück. Okay, oh Mann. Also, kurzer Break, bin gleich wieder da. Batterie. So, hier bin ich wieder. Und drei neue Batterien von der Marke Active Energy. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt müsste man natürlich den Test machen, wie lange, wie viele Bälle kann man damit aufpumpen. Wie viele Bälle kann man mit einer anderen Batterie aufpumpen, ne, mit einem anderen Hersteller. Das sind jetzt alles Fragen über Fragen. Aha, da muss das Band unten rein, damit man es leichter rausziehen kann im Nachhinein. Verstehe. Minuspunkt daher gleich schon mal, ne? Stell dir vor, du bist auf dem Basketballfeld, ne? Bist eine Stunde gefahren, hast deinen Ball dabei, du merkst, die Luft ist fast raus, du kannst damit schon gar nicht mehr spielen, der hüpft nicht mehr, du brauchst eine Ballpumpe, du hast diese geile Ballpumpe dabei und merkst, keine Batterien oder die Batterien sind leer. Was machst du? Du machst nichts, du bist am Arsch, du kannst nichts machen. Verstehst du? Daher ist eine normale Standard-Luftpumpe eigentlich immer... Ja, was Besseres daher. Es ist eigentlich mehr ein Gag. Ne? Ich wollte jetzt hier nicht wirklich ein krasses Video machen, wo ich mir denke, ja, kauf den Scheiß. Es ist echt mehr so ein Testvideo. So LED. Oh, das ist rot mit Taschen. Mit Taschenlampe. Ja, Wahnsinn. Hä? Also, okay. Der Minuspunkt von vorhin wird jetzt natürlich wieder weggemacht, weil, stell dir vor, du bist im Dunkeln. Ne? Absolut dunkel. Auf dem Basketballplatz, ne? Du siehst nichts mehr. Was machst du? Nimmst deine Ballpumpe und kannst suchen. Du könntest natürlich auch an deinem Handy die Taschenlampe einschalten, aber hey, du hast ja deine Ballpumpe. Verstehst du? Da ja. Okay, netter Gag. Ist ein netter Gag. Ne? Eine Taschenlampe. Ey, einfallsreich. Wahnsinn. Also das ist wirklich... Zwei Nadeln sind dabei, auch hier diese Verlängerung, die verwenden wir jetzt mal. Sieht aber gut verarbeitet aus, das ist jetzt kein China-Schrott, würde ich sagen. Ne? Stecken wir hier rein, so wie es sich gehört. Ne? Das ist jetzt schon, es macht wirklich einen soliden, schönen Eindruck, gut verarbeitet. So, hier oben kontern, so gut wie es geht, ohne Zange. So, und jetzt? Oh. Okay.
wird dann anscheinend ein kleiner Motor da drin laufen. Und jetzt pass mal auf, der Ball ist echt gut leer. Ihr seht, der ist echt nichts drin. Mal schauen, wie schnell er den aufpumpt. Nadel anfeuchten. Schön tief reinstecken, dass er schön tief drin ist. Ihr wisst ja. So, und jetzt schauen wir mal, wie schnell der den aufpumpt. Ne? Vorsicht. Erst noch das Licht an. Okay, komm. Und los. Oh. Er kommt, er kommt. So, jetzt der Teller ist draußen. Hört er automatisch auf, wenn er voll ist? Das wäre cool. Nochmal Licht an. C. Hm. Ja, der auch wird schon härter. Doch, das doch, er wird echt härter. Ja. Ich würde auch sagen. Ja, doch. Hat auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, sehr gut. Hat gut eingepumpt. Wie viel Bar jetzt? Ja, auf jeden Fall mega. Doch, das ist schon echt gut gepumpt. Da fehlt sich jetzt nichts, aber Geschwindigkeit, ihr wart live dabei. Jetzt kannst du deine eigene Meinung bilden und sagen, ja, ein bisschen lang vielleicht, gell? Aber keine Ahnung. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast nicht genug Kraft, einen Ball alleine aufzupumpen mit einer Pumpe und gehst dann Basketball spielen, Alter, ich würde doch erstmal ein bisschen trainieren gehen, bevor du irgendwas anderes machst, weil wenn du das nicht schaffst, verstehst du, es ist wirklich ein nettes Gadget für Leute, die stinkfaul sind, die echt stinkfaul sind, aber ansonsten, ich glaube, mit der Handpumpe bist du um einiges schneller, locker, klar, Mann, oder? Echt, also ja, wie gesagt, unten Videobeschreibung verlinkt, check das Teil aus, das Geilste ist die Taschenlampe, was mich jetzt da irgendwie, was mich wirklich feiert, dann eventuell bauen wir eine Taschenlampe mit ein, gell, ist schon nett, aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Muss jeder selber wissen. Meine Empfehlung ist es jetzt nicht wirklich. Kauft euch lieber eine gescheite Ballpumpe. Ich habe die jetzt leider nicht da von Wilson. Die habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Die ist nice. Weißt schon, mit Handbetrieb. Ich finde Handbetrieb geil, oder? Also, viel begeben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, 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 Mr. Mike, Mike.